Ja, ich freue mich sehr, hier bei Ihnen sein zu dürfen und im Rahmen dieser Vorlesungsreihe sprechen zu können. Ich möchte mein großes Kompliment machen für die interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft für Tierrechte. Ich halte es für einen wichtigen Schritt innerhalb der Entwicklung der Tierrechtsbewegung, dass im universitären Raum unter dem Blickfeld verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und dann auch noch von der jungen Generation her das Augenmerk auf unser Mensch-Tier-Verhältnis gerichtet wird. Und das vor dem Hintergrund, dass ja nun eigentlich höchste Zeit ist, aufzuarbeiten, was denn eigentlich, ich sag mal, im Täter-Opfer-Verhältnis Mensch-Tier alles ansteht und was auch die Verfassung seit wenigen Jahren, seit dem 1. August 2002, uns allen aufgibt, nämlich Tiere zu schützen. Damit kommen wir dem Tierrechtsgedanken schon relativ nahe. Ich habe dazu in der Schrift Entwicklungsdynamik und Perspektiven der Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz, als es damals beschlossen wurde, das auch näher beschrieben. In der Einführung, für die ich danke, ist bereits eine kurze Gliederung dessen gebracht worden, was ich zu Ihnen sprechen möchte. Und deshalb möchte ich ohne weitere Vorrede, das ergibt sich nachher aus den Inhalten, was Sache ist, auf die Thematik mit Hilfe, mit Unterstützung von Folien eingehen. Dieses kleine Bild soll etwas illustrieren. Es ist entstanden, als es noch darum ging, den Tierschutz in der Verfassung aufzunehmen. Den Gedanken, wie eine Sonne der Gerechtigkeit Menschenrechten und Tierrechten zu dienen, ein zentraler Punkt in dem, was ich auch in meinem Vortrag Ihnen nahebringen möchte. Und in diesem Haus, das früher sozusagen ohne Fundament war, nun in sein Fundament das Grundgesetz hat, darauf aufbauend, das macht es für den Nichtjuristen etwas leichter, zu sagen, wie sich das schwierige Feld der Gesetzgebung darstellt, die das Fundament für den Hausbau des Tierschutzes oder der Tierrechte ist gewissermaßen das Grundgesetz, auf dem das andere sozusagen sich aufbaut und wo eine ausstrahlende Wirkung, die Statik muss stehen, es muss eine sozusagen einfach, der Bau muss seine Fundamente haben. Und darauf muss das Tierschutzgesetz, in der Folge dann die Verordnungen und einzelne Verfügungen aufgebaut sein. Es darf nicht sein, dass eine Verfügung, sei es in Bezug auf Affen oder Tauben oder irgendwelche andere Beispiele, in Kontrast, im Gegensatz zu dem Fundament des Grundgesetzes und des Tierschutzgesetzes steht. Wenn das der Fall ist, das war bei der Legebatterieverordnung, dann muss nach entsprechendem Antragsverfahren das Bundesverfassungsgericht die Nichtigkeit erklären. So, bin ich schon ein bisschen ausgeufert. Ich gucke jetzt mal, dass ich Ihnen ein paar Gesichtspunkte, eine kleine Blickrichtung auf Bestandsaufnahme, was ist denn in dem schwierigen Feld Mensch-Tier, was sollte man mal vor Augen haben, bevor ich auf die Vision der Menschenrechte etwas eingehe. Da möchte ich ansprechen den jährlichen Verbrauch. Ich habe jetzt infolge meiner etwas längeren Erkrankung nur den Tierschutzbericht von 2003. Das von 2005 ist aber im Wesentlichen nicht anders. Der jährliche Verbrauch von Tieren ist ein unglaubliches Ausmaß.
508 Millionen Nutztiere geschlachtet, 367 Millionen Masthühner davon. Das kann man sich kaum vorstellen, hat aber folgende Bewandtnis: die Masthühner, ist das nicht Rolf Borkenhagen? Grüß dich. Die Masthühner werden nur 35 Tage alt. Sie werden auf das 3- bis 4-fache ihres Normalgewichts an Fleisch sozusagen produziert. Das ist eine reine Qualzucht. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Und aus der Verachtfachung dieser 51 Millionen Normalbestand ergibt sich dann mit kurzen Leerzeiten in den Ställen oder Hallen, ergibt sich dann die Zahl von 367 Millionen Tiere, die jährlich von den Bundesbürgern verzehrt oder in den Verzehr gebracht werden und ihr Schicksal so erleben. Wie ich nachher noch kurz darauf eingehen werde. Sie sehen die Zahlen, ich brauche sie nicht zu wiederholen. Das spricht für und gegen sich. Wie das Thema Mitgeschöpf hat da einen, man sucht eigentlich vergeblich angesichts solcher Verbraucherzahlen. Denn das Mitgeschöpf lässt sich nicht in Hunderten von Millionen von Tieren in irgendwelchen anonymen Beständen erfassen, sondern nur in einer persönlichen Beziehung des Menschen zum Tier auf der Du-Ebene mit einer Ethik, von der das Tierschutzgesetz spricht und von der in der Praxis leider wenig übrig bleibt. Ich wollte nur wegen der Bestandsaufnahme Versuche an Affen als Beispiel von Covens in Münster, jährlich 1000 Affen, die da nach Qualen sterben. Und dann als nächstes hier das mit den Masthähnchen noch. Das ist ein Beispiel einer Masthähnchenanlage, auf das ich später eingehen werde. In der Bestandsaufnahme wichtig, die Leiden und Schäden sind vorprogrammiert, bekannt die angezüchtete Fresssucht, qualvolle Enge, Schäden des Bewegungsapparates, Herz-Kreislauf-Probleme. In den letzten Tagen ihrer Existenz können sich die Tiere wegen einer solchen Übergewichtigkeit und des Versagens der normalen Organfunktionen überhaupt nicht mehr artgemäß verhalten und bewegen. Eine unglaublich klägliche Existenz. Und ich habe dann als Beispiel die Legehennen, ein Dauerbrenner. Wir haben, obwohl das Tierschutzgesetz seit 1972 besteht, heute noch die Legebatterien, die das Bundesverfassungsgericht 1999 für verfassungswidrig da im unvereinbar mit dem Tierschutzgesetz erklärt hat. Ich werde auch darauf noch etwas näher eingehen. Ich möchte Ihnen später in der Konfliktschilderung, wie wir mit den Sachverhalten umgehen. Als erstes galt es jetzt hier etwas das Augenmerk zu richten auf Fakten. Ja? Bevor wir, es ist ja nicht spannend, von Visionen zu reden, die im blauen Himmel sind, wenn nicht hier der Kontrast zu den Fakten gesehen wird. Und die Fakten sind einfach erschütternd. Wenn wir, das ist eine der wichtigen Voraussetzungen, unser Gefühl, unsere Empfindung mit sprechen lassen. Und ich glaube, es ist eine spannende Situation, dass wir in unserem Verhalten gegenüber den Tieren eigentlich immer dann, wenn wir die Tiere kennen und in unserer Nähe sie haben, in der Regel, sage ich mal, sie als Weggefährten, als sympathisch, als ja, bereichernd für unsere Lebenswelt erachten. Egal ob in der freilebenden Natur oder wenn es Hunde und Katzen sind.